Wird ein DSX 6000 Refresh schneller als gedacht? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Na, das wird aber auch Zeit. Endlich mal wieder Kackwetter, so dass man kein schlechtes Gewissen mehr haben muss. Daher heißt es jetzt zu Hause bleiben, zocken, YouTube gucken, ja, oder halt alles, was Spaß macht, zu konsumieren. Und wie es aussieht, gehört dieses Video bei euch auf jeden Fall allen dazu. Also, alles richtig gemacht. Also gibt es heute wieder spannend und reichlich Hardware-News, wobei ich muss zugeben, dafür, dass das letzte News-Video ja schon so ein paar Tage her ist, gab es überraschenderweise wenig News. Dafür aber jetzt nicht minder interessant als sonst. Und wisst ihr was? Die erste News folgt genau jetzt. Und damit sprechen wir über Ryzen 7000 von AMD, beziehungsweise eher die neue AM5-Plattform. Kleine gute Nachricht übrigens am Rande, es sieht wirklich so aus, dass diese vollkühlerkompatibel zur AM4 sein wird, da die Bohrungen im Mainboard identisch sein sollen. Viele Kühlerhersteller haben jetzt auch schon die Kompatibilität der Kühler zugesagt. Das aber nur am Rande, denn jetzt geht es um Arbeitsspeicher. Da steht nämlich noch ein ganz großes Fragezeichen bei AM5 hinter. Während Intel uns mit seinen Alder Lake CPUs die Wahl lässt, ob jetzt DDR4 oder DDR5 Speicher genutzt werden wird, könnte das bei AMD doch ganz anders aussehen. Auch wenn es vor kurzem durchaus noch Gerüchte gab, dass eventuell auch noch DDR4 unterstützt werden könnte. Denn ein Bericht von Tom's Hardware hat nun zu neuen Erkenntnissen geführt. Daher könnte es sein, dass AMD die Unterstützung nach Chipsätzen trennen könnte, wobei dann die großen X670 und B650 Chipsätze nur DDR5 unterstützen könnten, was in der Praxis auch durchaus Sinn ergeben könnte. Ob auf den Ryzen 7000 CPUs aber wirklich kein DDR4-Controller vorhanden ist, das ist noch gar nicht sicher. Eventuell ist dieser erstmal nämlich deaktiviert, sodass sich AMD doch noch die DDR4-Möglichkeit offen lässt. Und daher könnte dann auf dem kleineren A620 Chipsatz möglicherweise doch noch DDR4-Speicher nutzbar sein. Das Thema könnte durchaus noch entscheidend für viele Käufer sein, zu Intel oder halt zu AMD zu greifen. Denn weiterhin ist DDR5-Speicher spürbar teurer als DDR4 und so die Kosten für die entsprechende AMD-Plattform dann definitiv höher, während man bei Intel halt entsprechend die Wahl hat. Ich bin da eher für die Duallösung, die Intel da anbietet, aber das sind ja auch alles weiter nur Gerüchte. Ob das jetzt wirklich so kommt, ist da noch gar nicht so ganz sicher. Sicher ist aber natürlich, dass meine 10 Frauen und 25 Kinder Wünsche haben und die müssen halt irgendwie bezahlt werden. Daher gibt es jetzt erstmal Werbung. Es soll tatsächlich noch Menschen geben, die ein nicht aktiviertes Windows nutzen oder noch schlimmer, ein illegales. Dabei ist das doch gar nicht nötig. Ein Windows 10 Pro gibt es bei vipscdkey.com, nämlich schon für sagenhafte 18,98 Euro. Und der Preis ist schon ein echter Hammer. Aber vipscdkey hat so gut wie immer ebenso sagenhafte Rabatte zu bieten. Ein Anlass gibt es nämlich immer. So gibt es aktuell den Rabatt in Höhe von, haltet euch fest, 25%. Dazu einfach meinen Rabattcode SKMonti10% eingeben und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 14,23 Euro. Und denkt dran, Windows 10 kann völlig kostenlos auf Windows 11 geupgradet werden. Natürlich gehört zu einem ordentlichen Windows auch ein komplettes Office-Paket und das haben wir hier mit MS Office 2019 Professional Plus im Angebot. Der Preis von 57,09 Euro für das komplette Paket ist schon mehr als günstig, aber natürlich gilt auch hier der Rabatt von 25% mit meinem Rabattcode SKMonti10%. Und 42,82 Euro sind nun wirklich ein Schnapper. Einfach die Links in der Videobeschreibung nutzen und sparen. Viel Spaß mit VIP SCD-Key. Nun gibt es aber bis zur letzten News dieses Videos nur noch Grafikkarten-News. Und zwar ausschließlich um Grafikkarten, die noch gar nicht erschienen sind. Es ist also ziemlich spannend. Anfangen wollen wir mit Nvidias RTX 4000 Grafikkarten, beziehungsweise deren Flaggschiff der RTX 4090 mit dem AD102 Chip. Und hier gibt es ja eine kleine schlechte Nachricht, die aber eigentlich gar keine schlechte Nachricht ist. Denn laut unserem Copilot-Chef Kimi wird der AD102 wohl nur über PCI Express 4.0 Schnittstelle verfügen. Was bei einigen von euch jetzt eventuell sogar Entsetzen auslöst, ist eigentlich halb so wild. Denn Performance-Einbußen muss man hier wohl kaum erwarten. Die gibt es selbst bei PCI Express 3.0 nur, wenn die Speichermenge der Flaschen heiß wird. 5.0 ist klar schneller, aber so weit sind Grafikkarten noch gar nicht, dass sie davon profitieren könnten. Noch dazu benötigt PCI Express 4.0 weniger Strom, sodass dieser dann durchaus eher in die Leistung der Karte gepumpt werden könnte, was ja dann am Ende eh für mehr Performance sorgen könnte. Klar sollte aber auch sein, dass das Ganze dann natürlich auch für das restliche RTX 4000 Portfolio gilt. Jetzt keine bahnbrechende News, aber ich wollte sie euch zumindest nicht unterschlagen. Interessanter ist ja sicherlich das nun von Komachi auf Twitter veröffentlichte Intel Arc Grafikkartenprogramm, das stolze
7 ARC-Modelle umfasst. Definitiv mehr als erwartet. Interessant ist hierbei besonders die Erwähnung der A770 mit 8 GB, die bisher noch gar nicht erwähnt wurde. Die A770 scheint eine leicht eingeschränkte Version der A780 zu sein, die dann am Ende wohl als Limited Edition und damit als Flaggschiff mit 16 GB Videospeicher auf den Markt kommen wird. Der genutzte Chip G10 ist bei A770 und 780 übrigens der gleiche. Eventuell muss beim A770 nur auf etwas Takt verzichtet werden. Der dürfte diese dann eher im Leistungsbereich einer RTX 3060 Ti wildern. Bei der A780 wird ja maximal die 3070 Ti erwartet, eher so die RTX 3070. Ansonsten gibt es bis hinab zum A310 für jeden Geldbeutel die passende Intel A-Grafikkarte. Wobei die kleinste A310 mit lediglich 512 FP 32 Kern für echte Gamer keine Option ist. Alles bis zur A580 hinab kann hier aber sicherlich eine ordentliche Performance mitbringen. Die Speicherbestückung macht auch einen relativ sinnvollen Eindruck und die Option mit der A770 mit 8 GB ist sicherlich nicht ganz falsch, wenn man entsprechend Geld sparen kann. Trotzdem sollte hier natürlich die 16 GB Version bevorzugt werden. Ansonsten gibt es aber wenig Überraschung. Schön ist nur zu sehen, dass es mal eine komplette Auflistung gibt, die die Kollegen von Videocards hier mal perfekt zusammengefasst haben. Und ihr merkt schon, dass ich mich bezüglich Intel Arc heute so ein bisschen neutraler verhalte. Ja, was soll ich denn auch machen? Zu meinem Ärger, zum aktuell immer noch nicht genannten Release-Termin, ja, habe ich doch eigentlich jetzt auch schon alles gesagt. Es zu wiederholen ändert ja sowieso nichts. Wir müssen da ja einfach mal abwarten. Apropos Termin, hier kann ich euch noch ein paar Infos zu den Next-Gen-Grafikkarten von AMD anbieten. Vor kurzem gab es ja schon ein paar neue Infos bezüglich des Tape-Outs einiger der neuen Grafikchips. Nach Tape-Out sind es ja immer noch ein paar Monate bis zum endgültigen Release. Die Kollegen vom 3dcenter.org haben die Tape-Outs für die neuen Nvidia und auch AMD-Chips mal zusammengefasst. Und der Blick auf die Tabelle lässt nichts Gutes erahnen. So sieht es aktuell danach aus, dass AMD wohl anfangs mit der Mittelklasse Navi 33 an den Start gehen wird, die dann aber in etwa auf dem Performance-Niveau einer RX 6900 XT liegen dürfte, also natürlich trotzdem rasend schnell sein dürfte. Als Release wird hier September, Oktober diesen Jahres genannt, also der schon erwartete Zeitraum auch für Nvidias Flaggschiff. Aber was ist mit den anderen Karten von AMD? Diese könnten deutlich später als vermutet erscheinen. Nämlich laut den Infos vom 3D-Center Navi 31 mit den Naed-Modellen erst Anfang 2023 und die Oberklasse gar erst in genau einem Jahr, also Frühling 2023. Das ist deutlich später als erwartet. Normal geht man ja von einem relativ zügigen Release der einzelnen Grafikkarten, zumindest in der Ober- und High-End-Klasse aus. Woher 3D-Center die Infos jetzt übrigens hat, ist unbekannt. Normal kann man sich auf deren Infos aber auf jeden Fall verlassen. Trotzdem sollte man natürlich klar beachten, dass nahezu alle Angaben mit einem Konjunktiv versehen wurden. Es könnte also so kommen, muss es aber nicht. Allgemein sollte man hier aber eher mit einem eher späten Release rechnen. Was auch gut zur RX 6000 Refresh-Veröffentlichung passt, die etwas spät dran wäre, wenn das gesamte Programm schon im September kommen würde. Apropos RX 6000 Refresh, genau dazu gibt es jetzt schon erste Benchmarks und Aussagen zur Performance-Steigerung. Ich selbst ging ja immer so von 5 bis 10% Mehrleistung im Gegensatz zum Vorgänger aus. Die Testkarte ist übrigens die 6750 XT, die sicherlich eine der beliebtesten AMD-Grafikkarten werden könnte. Mit was kommen die neuen Karten jetzt ums Eck? Schnellerer Speicher, höherer Takt und natürlich eine höhere TDP, also mehr Stromverbrauch. Erste Benchmarks in der GFX-Benchmark-Datenbank bescheinigen der 6750 XT aber leider eine eher bescheidene Leistungssteigerung von lediglich 2%, was schon tatsächlich verdammt mager für eine Refresh-Grafikkarte wäre. Nun sind aber weitere Benchmarks aufgetaucht, die ein ganz anderes Bild zeigen, trotz dass auch hier der GFX-Bench in anderen Varianten zum Einsatz kommt. So gibt es im Aztec Ruins Normal Tier knapp 10% mehr Punkte, im Manhattan sogar bis zu 22% bzw. 6,5% und der Knaller ist der T-Rex mit unglaublichen 23% bzw. 12% mehr Leistung als die 6700 XT. Das sind dann aber auch Werte, die für mein Empfinden schon wieder viel zu hoch sind. Es gab übrigens nun mal neue Grafikkartengenerationen mit genau solchen Werten und das hier ist nur ein Refresh. Aber die hohen Werte können zumindest eine Sache relativ gut erklären, nämlich den Wegfall der RX 6800, die wohl auch kein Refresh erhalten wird. Diese wäre dann nämlich tatsächlich überflüssig. Ich frage mich aber, wie nur durch Speicher, etwas mehr Takt und TDP so viel Leistung aus den gleichen Chips geholt werden kann. Da packe ich dann doch mal ein riesengroßes Fragezeichen drüber.
Klar sollte aber sein, dass der GFX-Bench jetzt nicht gerade zu den beliebtesten Benchmarks gehört. Und das hat natürlich sicherlich auch seine guten Gründe. Nichtsdestotrotz sind die ersten Ergebnisse verdammt gut und lassen immerhin bis zu 23% mehr Performance erhoffen. Am Ende wird es im Schnitt aber sicherlich bei den erwarteten eher maximal 10% mehr Performance bleiben. Da bin ich mir trotzdem weiterhin ziemlich sicher. Sicher bin ich mir jetzt übrigens auch, dass nun der heutige Kommentar des Tages folgt. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und der Stromverbrauch der neuen Grafikkartengeneration, der treibt ja manch einen den Angstschweiß auf die Stirn. Gerade in Verbindung mit den aktuell natürlich stark gestiegenen Stromkosten. Und ja, auch mir gefällt der Weg nicht, der aktuell eingeschlagen wird. Dem Willis Keeper erst recht nicht. Ganz ehrlich, bei dem Stromhunger interessiert mich weder die neueste Generation der GPUs noch der CPUs. Ich werde dann wieder dabei sein, wenn die Hersteller den Stromverbrauch in den Griff bekommen, der derzeit außer Kontrolle zu geraten scheint. Es gibt aber ein ganz großes Aber beim Thema Stromverbrauch, das auch übrigens den Willis beruhigen sollte. Denn habt jetzt bitte nicht allzu große Panik vor solchen Wattmonstern. Warum? Na, ein gutes Beispiel ist die aktuelle Intel CPU Generation. Der 12900K ist ja alles andere als ein Kostverächter und kann sich gerne mal über 250 Watt genehmigen. Trotzdem ist die CPU Generation von Intel sehr erfolgreich und kann auch sparsam sein. Denn nur der 12900K und der KS, die schlagen wirklich richtig über die Stränge. Die anderen CPUs von Intel sind aber deutlich sparsamer und auch effizienter. Und so wird es auch bei den neuen Grafikkarten sein. Ja, eine RTX 4090 wird genüsslich die Steckdose leer saugen und sicherlich dafür sorgen, dass das ein oder andere Kraftwerk ein paar zusätzliche kW ins Netz einspeisen muss. Das gilt aber sicherlich nur für das Flaggschiff. Die Mittelklasse-Modelle werden natürlich nicht solche Stromschleudern sein. Können sie auch gar nicht, denn diese müssen ja auch mit normalen Kühlmethoden zu bändigen sein. Und ja, es ist durchaus drin, dass diese im Schnitt auch mehr verbrauchen als die aktuelle Mittelklasse, aber es wird nicht so ausarten wie zum Beispiel bei einer RTX 4090. Und noch was, das sind bisher alles nur Gerüchte. Offiziell ist zu den TDPs nämlich noch überhaupt gar nichts bekannt. Vielleicht werden Nvidia und AMD ja uns auch noch überraschen. Viel interessanter finde ich da übrigens die Kosten der neuen Grafikkartengeneration, denn ich vermute ja einen deutlichen Preissprung in Sachen UVP. Denn AMD und Nvidia haben ja im Zuge der Grafikkartenkrise gemerkt, die Leute sind ja bereit, so viel zu zahlen. Aber ihr seid es, glaube ich, dann doch nicht. Denn in der letzten Umfrage wollte ich von euch Folgendes wissen. Wenn du jetzt kaufen müsstest, wie viel dürfte deine neue Grafikkarte maximal kosten? Und hier hat sich im Gegensatz zu früher fast gar nichts getan. Diese 500-Euro-Grenze ist einfach gesetzt. Fast 49% wollen nämlich nicht mehr als 500 Euro ausgeben. Und das finde ich auch gut so. Und 9% gar nur 200 Euro, was in den aktuellen Zeiten aber tatsächlich ein sehr, sehr straffes Limit ist. Wirklich Spaß macht eine 200-Euro-Grafikkarte nämlich nicht mehr. Ich geselle mich zu den 30%, die maximal 1000 Euro ausgeben wollen und danach wird die Luft echt dünn. 1500 Euro nur 7% und mehr als 1500 Euro wollen nur 5% ausgeben. Und dass das Thema ziemlich interessant ist, beweist natürlich die relativ hohe Teilnehmerzahl von über 13.000 Abstimmungen. Und damit erreicht so ein kleiner YouTube-Kanal wie meiner teils deutlich höhere Teilnehmerzahlen als so manch gestandenes anderes Medium. Ja, ist schon irgendwie ziemlich krass. Vielleicht sollten solche Unternehmen mal Umfragen direkt anfragen. Wäre, glaube ich, in vielen Bereichen durchaus sinnvoll. Aber das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema. Fakt ist, 500 Euro bleibt die magische Zahl. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Grafikkarten nur minimal teurer werden als bisher. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und natürlich auch die Hoffnung auf viele Likes und neue Abonnenten. Ist ganz leicht, einfach den Like- und Abo-Button drücken und fertig. So viel Support für so wenig Arbeit, wenn doch alles nur so einfach wäre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.